Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Kannst du mal kurz Netflix ausmachen? Ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Danke. What? Was genau ist eigentlich überraschend daran, dass sich 35, 36 Grad Außentemperatur im Schwarzwald anfühlen wie 35, 36 Grad. Was ist daran überraschend? Nix. Genau. Daran ist nix überraschend. Wir wissen das jetzt seit ein paar Tagen, dass das so kommen wird. Aber vielleicht startest du ja doch beim Turnier mit dem AC/DC. Nein, ist zu heiß, das arme Pony. Ja, aber vielleicht startest du ja doch. Und dann kaufen wir die Tage vorher mal keine Karten fürs Schwimmbad, ne? Ja. Und wenn man dann am Tag mit den 36 Grad Karten fürs Schwimmbad kaufen will, dann bekommt man was? Nix. Keine Karten fürs Schwimmbad. Ah, hier ist der Pferdepodcast und das ist unser trauriger Freitag. Kein Turnier, kein Schwimmbad, stattdessen Schweiß bei 36 Grad. Vielleicht machen wir einen Podcast am nächsten Montag. Vielleicht. Worum geht's? Unter anderem beantworten wir mal wieder eine Hörerfrage. Sabine hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Hallo ihr fünf. Hier ist mal wieder die Sabine. Ich habe Fragen zu eurer Futterexpertin. Und zwar, also generell höre ich die sehr gerne. Ich mag ihre Art und ihre Stimme total. Und ich wollte fragen, was sie zum Thema Brot sagt, weil, also wir Deutschen füttern ja trockenes Brot, die Isländer füttern knallhart auch weiches Brot. Ja, was sie so dazu sagen würde. Und ich habe das Gefühl, mein Pferd hat seit letztem Jahr arg an Mähne verloren. Ein bisschen an Volumen und ein bisschen an Länge. Und was es da so vielleicht Nettes gäbe, womit man das ein bisschen wieder unterstützen könnte. Ja, ich freue mich immer auf den Montag. Ist mein Lieblingstag, um in den Stall zu fahren. Ja, macht einfach Spaß, euch zuzuhören. Liebe Grüße aus dem Odenwald. Also, wir gehen gleich noch bei unserer Futterexpertin Andrea Geiser vorbei und klären da. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt's ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten für Hund und Katz. Gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei felbi gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjällräven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. Soll man Brot füttern und was kann man machen, um die Mähne kraftvoller und kräftiger zu machen? Da bist du ja eigentlich auch Expertin, Jenny, ne? Die Mähne. Also wenn man deine Haarpracht so anguckt. Klecks hat nur 3 Haare und AC hat schöne Haare, aber ich mache bei beiden einfach nix. Das kann ich gut. Der Pferdepodcast am Montag. Überall, wo es Podcasts gibt.